wunderschönen guten Morgen. So cool. Wisst ihr, ich finde ja diese Zeiten außergewöhnlich lässig. Also ich weiß nicht, aber ich begehe durch Emotionen, Höhen und Tiefen. Es ist herausfordernd, es ist schwierig, aber gleichzeitig weiß ich auch, wie speziell es ist, in einer Kirche zu sein. Ich habe mich immer verbunden gefühlt mit jedem Einzelnen, auch über den Livestream und die Nachrichten, die wir bekommen haben. Und ich freue mich wirklich, dass wir alle gemeinsam Kirche sind. Und ich habe auch gemerkt, ich rede immer von meiner Mama. Mama, du bist wieder gemeint. Und sie ist jeden Sonntag in der Kirche und das hat mein Herz so erfüllt mit Dankbarkeit. Seit 20 Jahren überlege ich mir, wie kann denn das möglich sein, dass meine Mama regelmäßig und der Papa natürlich, Papa du auch, und mein Bruder und mein Neffe und meine Schwägerin und alle Südsteirer. Und so, wie geht das, oder? Man weit und breit nicht einmal eine richtige Stadt und wie kommt dann da eine Kirche hin? Natürlich gibt es Ortskirchen, aber so Kirchen, wo es ein bisschen freier zugeht. Und plötzlich in der Krise so eine außergewöhnliche Chance und das hat mich unglaublich gefreut. Ich bin ja ein Mann, der Geschichte liebt und ich dachte mir, wir könnten auch mal über Wirtschaftskrisen reden, weil dieses Wort ja plötzlich so präsent wird. Wir haben uns hier hingearbeitet über eine Corona-Krise, wir kamen weiter über eine Covid-19-Krise und plötzlich sind wir in einer Wirtschaftskrise, wo du die Nachrichten aufschlagst und plötzlich die Wirtschaftskrise alles bestimmt. Und da möchte ich euch in ein paar Gedanken mit reinnehmen. Zuerst, was ich sagen muss, ist, ich bin kein Wirtschaftsexperte. Umso mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr wusste ich, dass ich eigentlich nichts weiß. Und das Tolle ist, dass ich gemerkt habe, dass alle, die meinen, etwas zu wissen, auch nichts wissen. So, das ist ja das Typische, jeder meint irgendwas im Moment und keiner weiß es eigentlich, sondern es sind nur immer so Sprüche. Wirtschaft, Definition, was bedeutet das? Wirtschaft ist ganz einfach definiert, die Gesamtheit der Einrichtungen und Maßnahmen, die sich auf die Produktion und den Konsum von Wirtschaftsgütern beziehen. Einfach ein Satz gesagt, so jetzt wissen wir, was Wirtschaft ist. Wirtschaft an und für sich ist ja nichts Schlechtes. Aber es gibt dann gewisse Worte, wenn die Wirtschaft in eine Wirtschaftskrise geht oder wenn Wirtschaft anfängt, zum Beispiel andere Menschen auszubeuten und Ungerechtigkeit groß wird in einer normalen funktionierenden Wirtschaft. Deshalb ist zum Beispiel auch wichtig, dass man weiß, was eine Wirtschaftskrise eigentlich ist. Als Wirtschaftskrise bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre die Phase einer deutlich negativen Entwicklung des Wirtschaftswachstums. So, jetzt haben wir das auch mal gelernt. Und dann liest du diese Dinge und denkst, ja, was heißt denn das jetzt wirklich im Alltag? Das sind jetzt nur philosophische Gedanken, oder? Was bedeutet das überhaupt? Und da brauchen wir natürlich wertvolle Tipps. Wie kommen wir auch durch diese Wirtschaftskrise durch? Und was wäre eine Krise ohne Tipps von unserer lieben Hildegard, die uns genau sagt, wie es läuft und wie wir das am besten lösen können? Und ein herzliches Hallo. Heute werde ich über ein sehr herausforderndes wirtschaftliches Thema sprechen, die Wirtschaftskrise. Und an was es uns da ja immer mangelt, sind die Moneten, sozusagen Monetenmangel. Aber ich habe dafür einen Trend ins Leben gerufen: Low Budget Travel. In einer tagelangen Studie habe ich eine Route zusammengestellt. Ich habe die unglaublichsten Hotspots dieser Erde bereist. Und um Sie zu inspirieren, wie Sie das ebenfalls nutzen können, hier meine Diashow, schnallen Sie sich an, machen Sie sich bereit für die unvergesslichste, wunderbarste,
inspirierendste, tollste, fantastischste Reise Ihres Lebens. Viel Spaß! Ihr seht, es gibt für jede Krise einen Tipp und wie man optimal durch diese Krise kommen kann. Cloronto, habt ihr das verstanden? Cloronto, gut, okay. Ich habe mich so mit Wirtschaftskrisen auseinandergesetzt und wie ich so gesagt habe, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso weniger habe ich gewusst, was ich eigentlich sowieso vorher nicht wusste. Es geht um Moneten, es geht um Wirtschaft, es geht um Überleben. Und dann habe ich mir mal gedacht, okay, was für Krisen hat es eigentlich gegeben, weil man so quasi 2, 3 große Krisen, die hat man dann im Kopf. Und jetzt habe ich euch von den letzten Jahrhunderten die Krisen herausgesucht und das hat gar nicht auf einem Sheet Platz gehabt, und zwar, das sind unglaubliche Krisen hat es gegeben und Wirtschaftskrisen. Oder da war die deutsche Geldkrise, die Schinderling-Krise sozusagen, dann die Tulpenmanie, was auch immer das heißt, dann die Hamburger Handelskrise, die britische Eisenbahnkrise, die Gründerkrise, Börsenkrach in Frankreich, Weltwirtschaftskrise 29, erste Ölkrise, zweite Ölkrise, Sparkassenkrise, Schuldenkrise, Japankrise, Krise der Europäischen Währungsunion und jetzt 1994, 95, das habe ich sogar nachgelesen, die Tequila-Krise. Wenn man denkt, Tequila-Krise? Oder das habe ich gleich gewusst, das hat mit Mexiko zu tun. Das wusste ich gleich. Mexiko. Dann die Argentinien, Russland, Dotcom-Blase, die ist schon ein bisschen näher. Also seitdem ich lebe, haben wir ja schon einige Krisen überlebt. Dann die Wirtschaftskrise 2007, Euro-Krise, Island-Krise, Venezuela und jetzt sind wir in der Covid-Krise. Und du hast unterschiedliche Krisen, Wirtschaftskrisen über die letzten Jahrhunderte aus verteilt und jetzt zusammengefasst, weißt du, was es wirklich ist? Alle Krisen gingen wieder vorbei. Was für ein Learning. Krisen gehen vorbei. Natürlich, manchmal haben Krisen hart zugeschlagen, manchmal weniger hart zugeschlagen. Das Schlimme ist bei den Krisen, dass wir meistens nur wenig daraus gelernt haben. Oder wir wandern von Krise zu Krise und irgendwie gibt es dann Zyklen, das kann dir wirklich, Menschen können dir das erklären, wie wir diese Krisen, Zyklen und alles, gibt es ja ganz verschiedene Studien. Aber was das Krasse ist, wenn ich das so anschaue und wenn ich mit meinen Großeltern auch gesprochen habe, mit meinen Eltern und wenn ich mein Leben anschaue, all diese Krisen, auch wirtschaftliche Krisen, persönlich in meiner Geldtasche, das ist eine eigene kleine Wirtschaftskrise, die ist sehr lang, dauert die manchmal, und diese kleine Wirtschaftskrisen, aber sie gehen vorbei. Und da möchte ich uns Mut zusprechen bei allem. Wir dürfen hoffen und positiv in die Zukunft schauen. Wenn wir die Geschichte sehen, dann denken wir, ja, es war schlimm, aber es ging auch wieder vorbei. Wichtiger sind die Fragen, was denkt denn Gott eigentlich in unseren Krisen? Oder was sagt die Bibel zu den Krisen? Was denkt Gott über eine Wirtschaftskrise? Was für Tipps lernen wir in der Krise? Und was für Wert geben wir gewissen Dingen in unserem Leben? Wert ist ja etwas sehr Subjektives. Ich habe mit einem Anwalt und einem VWL-Student am Freitag am Abend in der Small Group geredet und am Schluss, wenn man denkt, nach der Diskussion, habe ich gedacht, ich am liebsten predige heute gar nicht.
oder ich bin völlig überfordert mit diesen vielen Gedanken, diesen Theorien, die es da gibt. Und Wert ist etwas Subjektives und Preis ist das, was wir für etwas bezahlen. Also wir geben ja Dingen Wert, aber vielleicht ist es nicht immer der Preis, den wir draufhängen. Es gibt ja Dinge, da wir sagen, oh, das ist so viel wert, aber es gibt vielleicht gar keinen Preis. Es ist ein unbezahlbarer Wert, wie zum Beispiel Liebe. Man sagt so, ja, man kann sich Liebe kaufen, aber die Liebe zwischen meiner Frau und mir, die ist so wertvoll, ich wüsste, es gibt kein Preisschild, das ich da hinhängen kann, außer dass ich mein Leben regelmäßig gebe und Blumen heimbringe. Wahnsinn. Und wir hatten ja, also, und in all diesen Krisen haben wir eine schlimme Krise erlebt, und zwar war das die Klopapierkrise. Und zwar die Klopapierkrise, du hast ja eine Rolle Klopapier, unbenutzt, das ist unbenutzt, also Klopapierkrise, das hat einen Preis, oder? Du gehst zum Hofer, zum Biller, 2-, 3-, 4-lagig, 8-lagig, flauschig, nicht flauschig, oder noch das Donau-Toilettenpapier, kennst du das noch? Donau, Krepppapier, oder? Im Zug, ÖBB. Und das hat einen Preis, aber plötzlich innerhalb von der Krise, innerhalb von Tagen, auf magische Art und Weise, stieg für unsere gesamte Gesellschaft, westeuropäische Gesellschaft, der Wert von Klopapier. Der Preis ist vielleicht gleich geblieben, aber plötzlich sind die Leute Schlange gestanden oder ich war in Geschäften, da war es tatsächlich ausverkauft und es bekam für uns auf magische Art und Weise einen unglaublichen Wert. Obwohl der Preis, es waren die Schwarzhändler unterwegs natürlich, oder man hat Klopapierrollen unter der Hand verkauft oder für 1000 Euro. Natürlich, man hat ein Geschäft machen können, wie immer, aber plötzlich ist dieser Wert gestiegen. Aber nicht der Preis. Zum Beispiel, es ist ein Bild von der Ilana. Ich habe das ganz bewusst mitgenommen, nicht um Werbung. Also, naja, ich mache immer Werbung für Bilder meiner Frau. Aber es ist ein Bild, das hat einen Materialwert zwischen, sagen wir mal, 100 und 200 Euro. Das ist alles drum und dran, mit, wenn du das Strom und so weiter noch reinrechnen, was wir daheim brauchen. Und dieses Bild war jetzt 2 Monate in Bearbeitung. Oder das war so ein nerviges Bild, ich habe das schon immer hören können, immer sehen können. Sag ich, jetzt mach's doch endlich fertig, oder? Stunden um Stunden um Stunden rein vom Stundenwert her müsste das 10.000 Euro und mehr kosten. Und du denkst, Wahnsinn, Alter, das kann man gar nicht zahlen, das kostet nicht 10.000 Euro. Und am Schluss hat es den Wert, dass der Käufer dafür dann bezahlt. Aber obwohl es ein außergewöhnliches, einzigartiges Stück ist von unglaublichem Wert, ich sage immer, die Bilder meiner Frau sind unbezahlbar, weil sie so genial sind oder außergewöhnlich. Ich sehe, die braucht irgendwas von ihr. Heute wird nur gelobt. Und das ist gewaltig. Oder so unbezahlbarer Wert. Und plötzlich in der Krise war aber der Wert vom Klopapier viel höher. Niemand hat sich um Kunst gekümmert. Niemand hat gedacht, oh, wo kriege ich jetzt ein Bild her, wo kann ich ein Bild aufhängen? Leute haben gesagt, oh, wo kriege ich ein Klopapier her? Oder bei uns ist niemand zu Hause Schlange gestanden, plötzlich Fuchsröhrenstraße 38 und hat gesagt, hey, wir Leute, wir brauchen ein Bild, wir brauchen ein Bild, wir zahlen was. Nein, Leute sind beim Biller, beim Hofer, überall. Ich bin sogar aufs Land rausgefahren, habe illegal versucht, Klopapier zu ergattern. Mein Biller war leer. Aber ich dachte, sogar am Land gehen die Leute aufs Klo, hey, Wahnsinn. Also ihr seht, Wert, wir geben Dingen Wert in unserem Leben, aber die Werte verändern sich. Vielleicht gefällt dir das Bild und denkst, Wahnsinn oder unglaublich. Vielleicht denkst du, was ist das für ein Müll? Oder wer kann sich sowas aufhängen? Oder vielleicht denkst du, was sind das für Idioten, wo Klopapier bunkern? Ich war einer von denen. Also nicht der, der es denkt hat, der es gemacht hat, tatsächlich. Ich glaub's gar nicht. Ich denke mir selber, was war das für eine Zeit? Gut, und du merkst, das sind Dinge wert. Und dann, wenn wir über die Wirtschaft reden, wenn wir über unsere Sicherheiten reden im Leben, müssen wir uns letztendlich zurückbesinnen auf Werte, die ewig sind und die sicher sind. Und deshalb möchte ich euch in ein paar Prinzipien mit reinnehmen vom Wort Gottes, von der Bibel, weil die Bibel einen ewigen Wert hat und ewige Sicherheiten in unserem Leben. Das verändert sich nicht seit 2000 Jahren. Krisen hoch und runter, deine persönliche Krise, aber Gott und die Bibel und die Werte, die bleiben immer gleich. Ich möchte das ein bisschen anlehnen an die Geschichte von Josef.
Josef ist ein Mann des Alten Testaments und sogar in der modernen Ökonomie werden Josefs Prinzipien angewendet in Studien. Also es gibt berühmte Ökonomen, die haben Josef studiert und sagen, das sind Vorbilder, die in unserer Wirtschaft eigentlich auch angewendet werden können. Nur ein kleines Prinzip. Josef war ein Lieblingssohn im Alten Testament, du kannst alles nachlesen in 1. Mose 37. Josef wurde verkauft als Sklave. Josef wurde zum Statthalter in einer mächtigen Position. Er kam ungerecht ins Gefängnis. Er wurde zum Kanzler über Ägypten. Er wurde aufgrund seiner weisen wirtschaftlichen Entscheidungen zum Retter für Ägypten, für seine Familie und sogar für die Nachbarstaaten. Und man hat sich das angeschaut und so smart, wie der reagiert hat, es war eigentlich logisch, aber er hatte tief in seinem Herzen Werte verwurzelt, die ihm geholfen haben, über seine persönlichen Krisen hinzugehen, bis hin, dass er sogar wirtschaftlich schlaue Entscheidungen getroffen hat, die ganze Nationen und eine ganze Nation und das Nachbarstaat über Jahre das Überleben gerettet hat. Und deshalb lohnt es sich, das Leben vom Josef anzuschauen und ich möchte einige Prinzipien da herausnehmen. Und zwar, wenn wir das Leben vom Josef anschauen, dann sehen wir, er liebte Gott. Das erste Prinzip, das wir mitnehmen, liebe Gott über allem. Was heißt denn das eigentlich? Heißt es nur, dass ich mich hinstelle und sage, ja, ich liebe Gott und das war's? Nein, Gott lieben, das sehen wir am Leben vom Josef, heißt, er lebte mit Gott, nahm Gott ernst in Zeiten, in denen er sogar alleine war und niemand ihm über die Schulter schauen konnte. Er war in einer Situation, in der er eine große Versuchung hatte, eine moralische Herausforderung kam auf ihn zu und er sagte in 1. Mose 39, Vers 9, sehen wir das, als er versucht wurde, etwas Böses zu tun, wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Also dieser Mann hatte eine Gottesfurcht und er wusste, jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich vor Gott und ich möchte nicht gegen Gott sündigen, weil ich diesen Gott liebe. Und für das habe ich den Josef schon gefeiert. Ich habe gedacht, was für ein cooler Kerl, der moralische Herausforderungen so brillant gelöst hat. Und das war, weil er eine echte Liebe zu Gott hatte und eine Gottesfurcht. Matthäus 22, Vers 37 sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Liebe Freunde, lasst uns Liebhaber Gottes sein. Es klingt relativ einfach, aber das Grundprinzip von allem war, in seiner Herausforderung des Lebens war Josef ein Liebhaber Gottes. Und Jesus doppelt es nochmal nach, mit allem, was wir sind und was wir haben, sollen wir Gott lieben, als Grundprinzip unseres Lebens. In der Sexualität, im Geld, im Konsum, bei Ansehen von Menschen, aber auch in der Wirtschaft sehen wir, dass oft andere Dinge den Platz einnehmen, der eigentlich Gott gehört. Wir sehen das anhand der Zeit, die wir investieren. Wir sehen das anhand der Gedanken, aber auch anhand unserer Entscheidungen oder anhand unserer Ängste. Wenn du einen großen Gott sehen willst in der momentanen Situation, ist es Wirtschaft. Menschen erzittern, haben Angst, fürchten sich, weil die Wirtschaft ein bisschen angeschlagen sein könnte. Und du siehst unterm Strich, die Menschen fürchten die Wirtschaft mehr als Gott. Die Menschen fürchten die Wirtschaft mehr als Gott. Es hat irgendetwas in unserem Leben, auch manchmal in meinem Leben oder bei uns Christen, wo ich merke, da kommen Gefühle auf, ja, wie wird das werden, was kann das machen und alles. Aber eigentlich muss man ja zurückschauen und sagen, der Gott, der mich bis heute hierher gebracht hat, ist der gleiche Gott, der mich auch in Zukunft durchbringen wird. Und ich möchte diesen Gott feiern, vor allem und mich nicht bestimmen lassen von den
Ängsten. Das zweite ist, vertraue auf Gott. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6 steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht, dass du nicht denken sollst, aber dein Verstand ist nicht das höchste Gut, dem du vertrauen sollst. Über uns Menschen, über unsere Gesellschaft steht Gott und wir können Gott vertrauen. Wenn wir beim Leben Josefs, wenn wir das Leben von Josef anschauen, der war ja viele Jahre in herausfordernden Situationen und es hätte alles schief gehen können. Es sind auch ganz viele Dinge schief gegangen, aber wir sehen, unter dem Strich hat nicht aufgehört, diesem Gott zu vertrauen. Der dritte Punkt ist, diene Gott und den Menschen. Ein Prinzip, das wir beim Leben von Josef sehen, er hatte eine Gabe, und zwar hatte Josef die Gabe der Traumdeutung. Das war eine Gabe, die er von Gott bekommen hat. Und mit dieser Gabe hat er zu jeder Zeit Gott und den Menschen gedient. Und wenn du die Geschichte durchliest, dann denkst du, Wahnsinn, was für ein spektakulärer Kerl. Als Teenager hat er Träume gehabt und hat sie erzählt. Er hat sie einfach immer so rausgeplaudert, es war für ihn zum Nachteil. Später hat er Menschen im Gefängnis gedient mit seinen Träumen. Später hat er einem ganzen Volk gedient und hat nie aufgehört, mit seinen Gaben Gott und den Menschen zu dienen, in jeder Zeit. Er wartete nicht, ja bis, wenn, dann. Oder kennst du das, manche Leute sagen ja, ich werde dann Gott dienen, wenn alles rundherum stimmt. Wenn die Situationen perfekt sind, dann werde ich vielleicht mich aufmachen und dann werde ich für Gott mein Leben leben. Oder dann werde ich spenden. Oder dann werde ich meine Gabe einsetzen für Gott. Und dann werde ich vielleicht mal, wenn ich alt und grau bin und in der Pension und wenn meine Aktien, dann werde ich nach Südamerika gehen und werde Entwicklungshilfe leisten. Oder dann werde ich sozialtätig sein. Weißt du, wie oft wenn dann passiert? Nie. Also wir als ICF Wien oder ich selber wäre reich, hätte Millionen Aktien und wir hätten schon was weiß ich alles. Was ich die letzten 10 Jahre gehört habe, ja wenn dann das passiert, dann werde ich unterstützen, helfen, dir schenken, der Kirche geben und zuerst Millionen verdienen und dann, wir haben noch nichts gesehen. Also wenn dann, das kannst du gleich streichen, sondern es geht immer nur ums Heute, Hier und Jetzt. Weil wenn dann ich in der Pension bin, mein Gott, vielleicht erlebe ich das gar nicht, oder? Du weißt es ja auch nicht, wir wissen es ja nicht. Deshalb, wenn dann, das ist ein gar nichts. Gehorsam heißt, ich empfinde etwas, habe einen Impuls und dann handle ich direkt, wenn ich weiß, was richtig ist. Und das finde ich so cool, dass Josef hat einfach in seinem Leben immer sofort und jetzt Gott gedient. Und Josef stellte sich immer zu Gott, auch vor dem Pharao. In 1. Mose 41, Vers 16 hatte man ihn gefeiert und hat gesagt, ah Josef, du bist doch der große Traumdeuter. Er hätte sagen können, yes, I'm the man. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, vor dem Pharao, es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef, nur Gott kann es, aber er wird sicher etwas Gutes ankündigen. Josef hatte viele Charakterfehler und Schwächen, aber er stellte sich zu Gott. Er stellte sich einfach zu Gott und hat gesagt, auch in der größten Drucksituation hat er Gott den ersten Platz gegeben. Und wie oft verstecken wir uns in Drucksituationen, wenn es um Gott geht. Ich habe vor kurzem von einem Mann gehört, der gesagt hat, er erzählt in seinem Umfeld, dass er Gott gefunden hat und alle lachen ihn aus. Wie gemein ist das denn? Aber wenn du das ernst nimmst, dann kann man einfach ruhig zu Gott stehen, weil am Ende des Tages müssen wir uns nicht schämen für Gott. Niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus redet in diese Situation rein und sagt, hey, ihr müsst, dient Gott und alles andere wird euch dann zufallen, aber lasst euch nicht bestimmen von der Wirtschaft oder von dem Geld, sondern
dient Gott in erster Linie. Und dann der vierte Punkt ist, das ist ein langer Punkt, es sind Lebe Gottes Prinzipien. Und in Matthäus 6, Vers 33 hat Jesus gesagt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und das ist ein Prinzip, das Jesus gegeben hat und gesagt, kümmert euch um die Anliegen Gottes in eurem Leben und er wird sich um euch kümmern. Und das ist in, vor allem, wenn es auf Krisen hingeht, dann erzittern wir und dann hören wir auf und sagen, oh, jetzt muss ich nachdenken, jetzt muss ich selber das Ruder in die Hand nehmen. Aber Gott sagt, auch in der Krise, kümmere dich um mein Reich. Ein weiteres Prinzip aus 1. Mose 8, Vers 22 steht, solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das ist das Prinzip von Saat und Ernte, dass wir sehen, alles, was wir in unserem Leben tun, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, ist eine Saat, die wir ausstreuen. Alles, was wir tun, im Positiven wie im Negativen, ist es eine Saat, die wir ausstreuen und die dann auf unser Leben zurückkommt und die anfängt zu wachsen. Und dieses Prinzip von Saat und Ernte kannst du auf deine Finanzen nehmen, auf deine guten Taten, auf deine Zeit, die du in andere Menschen investierst. Und da möchte ich uns wirklich bewusst machen, dass wir nicht aufhören, positive Dinge in unser eigenes Leben zu sehen. Oder vielleicht triffst du jemanden auf der Straße, der braucht Brot. Schenkst ihm mal Brot. Oder das ist eine Saat, die du ausstreust. Vielleicht investierst du Zeit mit deiner Gabe in Menschen, die dich nicht einmal bezahlen können. Oder vielleicht gibst du jemandem etwas, der das gar nie zurückgeben kann. Das ist eine Saat, die du ausstreust in dein eigenes Leben. Ein Prinzip der Bibel ist Arbeit, Fleiß und zuverlässig sein. Ja, sie wollte jetzt ganz viele praktische Beispiele bringen und ich wollte die Wunder, aber um das kommen wir eigentlich auch nicht rum. Also in der Wirtschaftskrise, außerhalb der Wirtschaftskrise, ums Thema Arbeit, Fleiß und Zuverlässigkeit kommen wir nicht. In 1. Korinther 4, Vers 2, von Verwaltern verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Wenn du in dieser Gesellschaft einen Namen machen willst, dann schau, dass du eine zuverlässige Person bist. Ja, was ist das für ein einfacher Tipp? Ein biblischer Tipp, Zuverlässigkeit? Ja, Zuverlässigkeit ist eines der höchsten Werte. Weil wenn du einen Ruf dir aufbaust, dass du zuverlässig bist, dann wirst du auch in vielen Krisen einfach durchkommen. Dann Gott geben, was Gott gehört. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich das so einfach vorlesen soll. Weil Gott hat ein Prinzip in die Bibel reingegeben, dass wir einen Teil von dem, was wir bekommen, ihm zurückgeben. Manchmal machen wir das, wenn es uns gut geht. Und in der Krise hören wir auf, Gott etwas zurückzugeben. Und deshalb möchte ich euch ganz bewusst diesen Vers aus Maleachi 3, Vers 8 bis 10 gemeinsam mit uns vorlesen. Das Prinzip vom Gott zurückgeben. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und jetzt denkst du, wow, sitzt du zu Hause vorm Fernseher, denkst, wow, Sonntagmorgen ausschalten oder jetzt geht es wieder ums Geben oder so und dies oder jenes, jetzt gehen deine Gedanken verrückt und so. Aber was ich merke ist, wenn wir die Prinzipien Gottes leben, dass wir Gott etwas zurückgeben von dem, was er uns geschenkt hat, was wir eigentlich oft gar nicht verdient haben, dann öffnen wir unser Leben. Quasi, wir machen die Tür auf für die Segnungen Gottes in unserem Leben. Und das ist so wichtig, dass wir Prinzipien, die Gott eingesetzt haben, nicht den Krisen und Umständen der Welt anpassen. Ein weiterer Punkt ist Barmherzigkeit teilen mit Familie und Freunden. Und das lernen wir von der Geschichte von Josef. Josef
wurde verkauft von seiner Familie, er wurde ungerecht behandelt. Aber er hatte gelernt, in dem Land, wo er war, Finanzen aufzubauen. Und als es dann richtig schwierig wurde in seinem Leben, kümmerte, oder in der ganzen Gesellschaft, nicht nur in seinem Leben, kümmerte er sich um seine Familie. Wie großartig ist es, dass der eine Mann plötzlich für seine Familie da sein konnte, für seine Freunde, für die Familie in der Kirche. Und das ist etwas Außergewöhnliches, Barmherzigkeit, nicht vergessen, seine Familie zu unterstützen, nicht vergessen in Zeiten der Krise. Vielleicht trifft es dich härter als andere, vielleicht trifft es aber andere noch härter als dich. Aber vielleicht hast du eine Gabe, ein Talent, dass du für deine Familie da sein kannst, für die Familie Gottes da sein kannst. Ich war so überglücklich, dass wir als ICF hier in Wien Familien einfach unterstützen konnten. Großzügig konnten wir Familien mit Kindern einfach unterstützen. Das ist es, wenn wir gemeinsam Geld sparen, genau für solche Zeiten, dass wir als Kirche uns um unsere Familie kümmern können. Gut, wir sind jetzt zunächst so finanzstark, dass wir die Nachbarstaaten durchfüttern. Also die Ungarn müssen leider ohne ICF Wien auskommen. Aber grundsätzlich wollen wir gute Verwalter sein und auch nicht vergessen die anderen Menschen und unsere Familie. Großzügigkeit ist ein Prinzip Gottes. Ich habe das letzte Mal jemandem erklärt, so, Gott ist extrem großzügig. Wieso weißt du das? Ja, schau dir die Welt an. Die Farben des Universums, sagt er. Stimmt. Unglaublich. Unglaublich. Sparen. Wenn du über Wirtschaft redest, vor allem das Josefs-Prinzip, der war so schlau, der hat einen Traum bekommen und er wusste, hey, es gibt gute Zeiten, und der hat in den guten Zeiten hat er gespart. Er hat einfach, es war kein Schwabe, vielleicht war es der Urschwabe. Es war der erste Schwabe, oder? Der war nicht geizig, aber er hat gespart. Und dann, als die Krise zugeschlagen hat, hatte der Staat Ägypten Finanzen für 7 Jahre. Finanzen und Essen, die haben das in Essen angelegt damals. Frei von Schulden sein. Und das ist ein wichtiges Thema. Ich denke, wenn wir von Prinzipien sprechen in der Bibel, dann reden wir von den Prinzipien, dass Schulden grundsätzlich nichts Gutes sind. Auch wenn du die ganze Zeit hörst, Schulden sind okay, mach Schulden für dies oder jenes. Schulden sind grundsätzlich Versklavungen und Gebundenheiten. Wenn du Geld herbohrst, wenn du jemandem ein Darlehen gibst, dann ist er bei dir verschuldet, er steht in deiner Schuld. Wenn du Schuld machst, dann sind Menschen verschuldet. Schulden sind Schulden, ganz einfach gesagt. Und es gibt immer die Diskussion, ja, für Wohnung darf ich, für ein Haus darf ich. Es gibt, das weiß ich nicht genau. Also ich denke, Schulden sind nie gut. Es ist immer besser Cash. Aber was ich weiß, ist, Schulden zu machen, um einen Fernseher zu kaufen, Schulden zu machen, um ein Handy zu kaufen, Schulden zu machen, um in Urlaub zu gehen, das sind Dinge, die weiß man, aber ganz viele Menschen verschulden sich und dann kommt die Krise und sie können es dann nicht mehr zahlen. Das heißt, du wirst versklavt. Deswegen ein Prinzip ist, wenn du etwas lernen kannst, wenn es irgendwie geht, mach keine Schulden. Im Gegenteil, wenn du etwas brauchst, da gibt es auf Englisch den coolen Spruch, if you have a need, plant a seed. Wir als ICF Wien haben zum Beispiel immer gejammert, wir brauchen eine neue Location. Oder wenn du jetzt zu Hause im Livestream sitzt und denkst, alles fancy, gut, super cool. Oder wenn du jetzt hier sitzt, Temperatur ist auch super. Aber wir wissen, oder der Winter kann hart sein im ICF Wien. Oder es kann reinregnen und was weiß ich, was wir alle schon erlebt haben. Hier, wir sind in einem alten Gebäude für dich zu Hause. Komm uns gerne mal besuchen, einen Monat, dann geht's noch. Und wir haben immer gejammert, wir brauchen eine neue Location. Wie und wo und was, wir finden nichts. Und ja, wir suchen auch nicht, weil wir eh nichts finden. Und so einfach so, wie immer, oder? Ja, hast du gesucht? Nein. Ja, dann findest du auch nichts. Auf alle Fälle habe ich mir gedacht, nein, wir müssen was anderes machen. Und das heißt, wir haben als ICF Wien in ein Gebäudeprojekt von einer anderen Kirche investiert.
also investiert. Wir haben einfach ein bisschen was umgeschoben und gesagt, hey, ihr braucht Geld, wir schicken euch Geld rüber, dass ihr etwas habt. Wir haben nichts, aber wir haben gesagt, okay, dann ist eh schon wurscht. Haben wir investiert. Oder wir haben zum Beispiel in eine andere Kirche in Israel, investieren wir Geld oder wir schicken jeden Monat ein bisschen was nach Israel. Und auf einmal haben wir gesehen, wir haben eine Not, haben einen Samen gepflanzt, auf einmal ist es aufgegangen und die Türen gehen auf und Finanzen kommen zurück, damit wir jetzt in eine neue Location umziehen können. Und das finde ich so cool. Beständigkeit, finde Beständigkeit einen extrem wichtigen Wert. Wenn du etwas anfängst, bleib dran, wechsel nicht dein Business, deinen Job, dein Studium, deine Kirche, deine Familie, bei jedem kleinen Sturm, bei jeder kleinen Herausforderung. Beständigkeit, etwas durchzuziehen, ist ein Wert, den wir sehen. Dann der Sabbat, nimm dir einen Tag frei. Ist eines der höchsten Gebote in der Bibel, sich einen Tag pro Woche freizunehmen. Und wir vergewaltigen dieses Gebot ständig. Dann rede ich mit Leuten und die sagen, ja, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich rechne es dir auf. Die Woche hat 7 Tage. Sonntag ist der erste Tag, an dem du in Gottesdienst gehst, in der Kirche mitarbeitest. Das ist der Tag des Herrn. Dann arbeitest du 5 Tage, dann machst du 24 Stunden frei und dann fangst du wieder mit Sonntag an. 6 Tage arbeitet der Mensch, einen Tag hat er frei. Und das ist ein Prinzip, das funktioniert, weil wir können uns nicht, auch in der Krise, du kannst dir sagen, okay, die Krise kommt, ich arbeite 28 Stunden am Tag und 8 Tage die Woche und dann sind die Leute erst kaputt. In guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, halte diese Gebote ein und nimm dir einen Tag frei, ein Tag für dich. Das hat Gott uns aufgetragen, als Gebot sogar. Am Schluss Zufriedenheit. In 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 8. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Essen haben. Ein Prinzip der Bibel ist Zufriedenheit mit dem, was wir haben. Wenn du in die Wirtschaft schaust, ist Unzufriedenheit eine große Triebfeder, warum Menschen in den Wahnsinn und in den Stress getrieben werden. Zufriedenheit ist etwas, das Gott uns mitgeben will. Und am Schluss ist eine der wichtigsten Sachen, was bin ich denn überhaupt wert? Oder wir wissen, die Krise, wir kennen das Klopapier, wir definieren Preise für Bilder. Und wenn ich das Ganze anschaue, die Basis von allem, das Prinzip der Bibel, ich muss wissen, was ich wert bin. Und ich bin unbezahlbar mit Geld, aber trotzdem hat Gott mir einen Wert gegeben. Gott hat mir und dir einen Wert gegeben und hat gesagt, ihr seid meine Kinder, ich liebe euch unendlich und ich gebe meinen Sohn für euch und erkaufe euch mit seinem Blut. Gott will uns besitzen. Und das ist unglaublich. Und ich möchte, dass wir uns das, wenn du zu Hause im Livestream sitzt, wenn du hier sitzt heute als Team, wir sind einfach wertvoll und geliebt von diesem Gott. Wir haben einen unglaublichen Wert. Wir sind wertvoll, wir sind liebenswert von Anfang bis zum Schluss. Auch wenn deine Familie, wenn die Umstände dir was anderes sagen, deine Gedanken, dein Herz, deine Gefühle, du bist wertvoll. Und das steht in der Bibel und es ist ein Prinzip, es ist eine Wahrheit, wir sind wertvoll über allem. Ob die Krise kommt, ob sie nicht kommt, wir sind sicher in der Hand Gottes. Das möchte ich dir heute mitgeben. Falls du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, vielleicht bist du heute hier zum ersten Mal, vielleicht bist du zu Hause irgendwie auf dem Livestream und du denkst, ich habe diesen Gott, kenne ich nicht. Möchte ich dich einladen, dass du heute ein Gebet betest, in dem du Jesus einladen kannst in dein Leben. Das zweite ist, ich möchte gerne ein Gebet mit uns beten, überall wo wir jetzt sind, dass wir einfach Gott vertrauen. Josef hatte Vertrauen in Gott, dass er ein wertvolles Kind Gottes ist. Und wir dürfen auch dieses Vertrauen haben, weil Gott es uns mitgibt. Wir sind
wertvoll. Wir können Gott vertrauen in allen Lebenslagen. Du kannst gerne deine Augen schließen, du kannst zu Hause gerne hinknien auf den, egal was, du kannst auch hier hinknien, hinlegen, alles was auch mit Sicherheitsabstand. Aber ich möchte dir eines wirklich mitgeben, dass du das Gebet betest und einfach sagst, Gott, ich vertraue dir. Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für den Livestream. Ich danke dir, dass wir Kirche feiern. Jesus, und du hast immer gesagt, dass wir gemeinsam worshipen dürfen, dass wir gemeinsam deinen Namen anbeten, dass wir einfach dich lieben dürfen. Und ich möchte dich bitten, Vater im Himmel, dass du in unser Leben kommst und dass wir dir vertrauen können. Jesus, ich vertraue dir für meine Zukunft, vertraue dir in meiner Gesundheit, vertraue dir in meinen Finanzen, ich vertraue dir in meiner Ehe, ich vertraue dir, Gott, in der Wirtschaft, in meinem Job, in dem Ganzen, das mich beschäftigt, Gott, alle diese Ängste, alle diese Sorgen, ich vertraue dir, Gott, weil du meinst es gut mit mir. Ich möchte dich segnen heute zu Hause, ich möchte uns hier alles segnen mit diesem tiefen Urvertrauen Gottes, dass es freigesetzt wird, wo Misstrauen ist, soll in deinem Leben Vertrauen kommen, wo vielleicht niemand dir vertraut hat mit seinen Worten, mit seiner Liebe, Gott vertraut dir. Das möchte ich dir zusprechen und dich segnen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Lass uns gemeinsam worshipen und einfach diese nächsten zwei Lieder noch einfach eintauchen in diese Liebe Gottes. Thank you.